Ashram-Gemeinschaft. Als Ashram-Gemeinschaft bezeichnet man die Menschen, die in einem Ashram leben und dort dienen und praktizieren. Bei Yoga Vidya zum Beispiel haben wir mehrere Ashrams, die sogenannten kleineren Ashrams wie Westerwald, Nordsee, Allgäu, die auch gar nicht so klein sind. Die Gemeinschaft umfasst dort auch 15 bis 25 Menschen. Und wir haben die größere Ashram-Gemeinschaft in Bad Meinberg, wo etwa 200 Menschen dauerhaft wohnen. Das ist das Jahr 2018. Und zu dieser Ashram-Gemeinschaft kommen dann Gäste vorübergehend dazu. Die Gäste können eben ein paar Tage sein, ein Wochenende sein, eine Woche oder ein Monat. Im engeren Sinne zur Ashram-Gemeinschaft gehören die sogenannten Ashram-Sevakas und die Ashram-Karma-Yogis. Die Ashram-Sevakas sind dann etwas länger im Ashram. Die haben bei Yoga Vidya auch Stimmrecht in den Versammlungen. Und die Karma-Yogis können ein paar Tage bleiben, ein paar Wochen, einen Monat oder auch länger. Sie verpflichten sich aber nicht für eine längere Zeit und sie haben etwas mehr Freiheiten, wann sie gehen und wann sie wieder kommen. Wobei die Langzeit-Karma-Yogis in den meisten Hinsicht mit den Sevakas auch gleichgestellt sind. Warum ist es gut, in einer Ashram-Gemeinschaft zu leben? Ashram-Gemeinschaft ist ausgerichtet auf Spiritualität. In einem Ashram ist eine spirituelle Schwingung, in einem Ashram gibt es Regeln, die man befolgt, die dazu helfen, dass die ganze spirituelle Schwingung stark ist. In einer Ashram-Gemeinschaft gibt es tägliche Rituale, gemeinsame Praxis und all das hebt die Schwingung. Die Ashram-Gemeinschaft sorgt dafür, dass auch die kollektive Unterbewusstsein, die Gedankenatmosphäre, man könnte auch sagen, das morphogenetische Feld, alles ausgerichtet ist auf Spiritualität. Die Menschen, die in einer Ashram-Gemeinschaft wohnen, haben ganz natürlich die Neigung, mehr praktizieren zu wollen. In einer Ashram-Gemeinschaft bist du dann auch umgeben von anderen, die praktizieren. Du hast Ansprechpartner, wenn du Fragen hast. Und du hast andere, die vielleicht etwas lernen wollen, denen du etwas geben kannst. Der Mensch ist ein sogenanntes Zoon Politikon, hat Aristoteles gesagt, ein geselliges Wesen. Der Mensch hat das Bedürfnis, mit Menschen sich auszutauschen. Und als spiritueller Aspirant hast du natürlich auch das Bedürfnis, dich mit spirituellen Menschen auszutauschen. Natürlich, du kannst ein normales Berufs- und Familienleben haben und dann hast du eben deine Kollegen, du hast deine Familie, du hast deine Freunde. Und da kannst du dich auch austauschen. Und vielleicht wirst du ein- oder zweimal die Woche in ein Yoga-Zentrum gehen und dort hast du deinen Austausch mit spirituellen Aspiranten auf dem Yoga-Weg. Aber es hat eine eigene Schönheit, in einer Ashram-Gemeinschaft zu sein. Auch wenn du als Gast, als Seminarteilnehmer, als Ausbildungsteilnehmer in einen Yoga-Vidya-Ashram kommst, wirst du auch auf gewisse Weise für diese Zeit auch Teil der Ashram-Gemeinschaft. Du praktizierst zusammen mit denjenigen, die etwas länger im Ashram sind. Und wenn du bei Yoga Vidya eine Ausbildung machst, dort machst du auch jeden Tag 45 Minuten Karma-Yoga mit Hilfe, was eben auch dazu beiträgt, dass du Teil der Ashram-Gemeinschaft wirst. Und so lernst du mehr und effektiver, du stimmst dich ein. Wenn du mal überlegst, eine Weile Teil einer Ashram-Gemeinschaft zu sein, dann geh doch auf die Yoga-Vidya-Seiten www.yoga-vidya.de, gib ins Suchfeld ein Gemeinschaft oder Sevaka und dann erfährst du mehr, wie du bei Yoga-Vidya eine Weile Teil einer Ashram-Gemeinschaft werden kannst, vielleicht auch dauerhaft. Denn Ashram-Gemeinschaft ist auch etwas, wo du reingeboren werden kannst, wo du wachsen kannst, wo du als Erwachsener sein kannst, irgendwann als Rentner sein kannst. Also eine Ashram-Gemeinschaft ist letztlich eine Lebensgemeinschaft für das ganze Leben oder für einen Lebensabschnitt. Nochmal die Internetseite www.yoga-vidya.de